Es gibt ja ein ganz bekanntes Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Sprache der Seele. Also wissen wir, Krankheit ist offensichtlich die Sprache der Seele. Doch da widerspricht einer. Hermann Hesse sagt, Kunst, die Sprache der Seele. Und Professor Gieler sagt, die Haut spricht die Sprache der Seele. Nun, andere sagen, nein, 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 Musik ist die Sprache der Seele. Und all wir normalen Menschen sagen, also ganz klar, das Fühlen ist doch die Sprache der Seele. Träume sind die Sprache der Seele. Tanzen ist die Sprache der Seele. Mein Körper ist Barometer der Seele. Lachen ist die Sprache der Seele. Die Träne ist die Sprache der Seele und die Stimme des Gefühls. Also, die Sprache ist der Spiegel der Seele, sagt Adele Lukaschi. Und nein, nein, sagt einer, Singen ist die Sprache der Seele. Ja, ein Platz ist noch frei. Und wem gehört der? Der Wissenschaft natürlich. All das ist Blödsinn. Das ist alles nur ein Auswirken, ein Überbau der Wirkung der Hormone, wie zum Beispiel Dopamin. Jetzt gucken wir uns an und sagen, also ist alles Sprache der Seele? Und nun schauen wir, was Rudolf Steiner dazu zu sagen hat, nämlich die Sprache der Seele und ihre Wirkung in der Darstellung Rudolf Steiners. Krankheit als Sprache der Seele, das war damals, 1908, als Rudolf Steiner darüber gesprochen hat, nicht unbekannt. Das Thema war nicht neu. 1893 war nämlich bereits ein Buch erschienen über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene, geschrieben von Sigmund Freud hier im Bild. Circa 1905 übrigens die Aufnahme. Steiner hat dann auch ein Beispiel berichtet, wie einer tatsächlichen Krankheit seelische Probleme zugrunde lagen. Und zwar hat er berichtet von einem Arzt, einem sehr bekannten Arzt, der wurde zu einer Familie gerufen, wo die Tochter schwer an Hirnhautentzündung erkrankt war. Der Arzt hat das junge Mädchen untersucht oder die junge Frau und sie hatte tatsächlich alle Symptome, die die Diagnose Hirnhautentzündung angebracht sein ließen. Und der Arzt hat Fragen gestellt und Fragen gestellt und es schien Hirnhautentzündung zu sein. Und dann hat er in einem Anfall von Weisheit die Familienmitglieder rausgeschickt, war mit dem Mädchen, der jungen Frau alleine und hat weiter mit ihr geredet. Und dann hat sich herausgestellt, das Mädchen sollte seine Ausbildung nun beenden. Es wollte aber im nächsten Jahr unbedingt gerne noch einige Vorlesungen hören. Und die Familie war strikt dagegen. Das hat dazu geführt, dass sie dann diese Symptome der Hirnhautentzündung entwickelt hat. Da hat der Arzt sie angeschaut und gesagt, hör zu, ich werde dafür sorgen, dass du im nächsten Jahr weiterhin diese Vorlesung hören kannst, aber dazu musst du jetzt sofort gesund werden. Wenige Minuten später war die Frau geheilt, gesund, ist zur Familie runtergegangen und durfte die Vorlesungen gesundet besuchen. Rudolf Steiner hat ein zweites Beispiel erzählt von einem Mann, der hat einen Patienten am Knie operiert. Und der Bruder dieses Patienten, der hat der Operation beigewohnt. Also es ging ja damals wohl noch. Und während dieser Operation hat es gewaltig geknackt im Knie des Patienten. Und zur selben Zeit hat der Bruder einen gewaltigen Schmerz im eigenen Knie empfunden. Und jetzt ist das Seltsame, die Operation ist erfolgreich verlaufen. Der eigentliche Patient ist gesundet, dem ging es gut und immer besser, aber sein Bruder, dessen Knieschmerz hat sich mehr und mehr verschlimmert und wollte nicht verschwinden. Nach diesen Beispielen könnte man ja sagen, ja, da hat ein Arzt gemerkt, dass Knieschmerzen tatsächlich eine seelische Ursache als einzige Ursache haben können. Und jetzt erzählt Rudolf Steiner von dem gleichen Arzt eine zweite Patientengeschichte. Da ist nämlich eine Frau zu dem Arzt gekommen und gesagt, ja, ich habe so grausame Knieschmerzen, unerträglich.
Und diese Frau hatte schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich, war schon bei vielen renommierten Ärzten gewesen, die alle gesagt haben, ja, das muss seelisch bedingt sein. Denn mit dem Tod des Mannes dieser Frau sind diese Knieschmerzen erstmals aufgetaucht. Der Arzt hingegen, der hat seinen Job anständig gemacht, hat alles sorgfältig untersucht und hat festgestellt, die Frau hatte ein Hühnerauge unter der Fußsohle. Er hat dieses Hühnerauge wegoperiert, die Frau in die Kur geschickt und die Schmerzen waren für immer verschwunden. Wenn wir die Erklärungen Rudolf Steiners verstehen wollen zu diesen drei Fällen, dann müssen wir vorher noch das Wesen des Menschen in seiner Darstellung anschauen. Ganz, ganz einfach dargestellt, besteht der Mensch aus dem physischen Leib, dem Lebensleib, dem Astralleib, also der Seele und dem Ich. Und Krankheitsursachen finden wir nun in diesen verschiedenen sogenannten Wesensgliedern. Natürlich kann die Ursache der Krankheit Karma sein. Das kann dann im Ich liegen, im Astralleib liegen, im Lebensleib liegen oder gar im physischen Leib liegen. Und natürlich dann zur Krankheit führen. Das schauen wir hier nicht genauer an. Die Krankheitsursache kann im Ich liegen, nämlich in Gedanken des Ich. Die gehen dann in den Astralleib, der leitet das weiter in den Lebensleib, der dirigiert den physischen Leib und schließlich entsteht Krankheit. Krankheit kann auch die Ursache im Astralleib haben, also der Seele, in Gefühlen nämlich. Die beeinflussen wieder den Lebensleib, der den physischen Leib, der wird krank. Schließlich gibt es Krankheitsursachen auch in der Umwelt. Die wirken dann natürlich direkt auf den physischen Leib und das führt zu Krankheit. Steiner bringt da drei Beispiele. Also wenn ich mich mit dem Messer schneide, das fällt dann in seiner Begrifflichkeit unter Krankheit, dann werde ich natürlich krank, also mein Körper ist verletzt. Wenn ich verdorbenen Fisch esse, habe ich einen verdorbenen Magen und bin krank. Ich kann auch einen Unfall haben. Diese Krankheitsursachen betrachten wir nicht, also Schwamm drüber. Und wir schauen nun die normale Arbeit der Seele an. Da haben wir wieder die Wesensglieder des Menschen. Und jetzt mal angenommen, wir sehen etwas und bekommen Angst. Angst entsteht als Gefühl natürlich im Astralleib. Und was passiert jetzt? Jetzt sagt Steiner, will sich die Seele einen Willensmittelpunkt schaffen. Von dem will sie dann nach außen wirken. Und buchstäblich sammelt sie das Blut im Mittelpunkt, also des Körpers. Und der Mensch wird bleich. Zu wenig Blut für die Peripherie vorhanden. Nun gibt es etwas anderes, nämlich die Scham, die ist eigentlich eher im Ich angesiedelt und ist dann natürlich ein Gefühl. Und wenn wir Scham empfinden, sagt Steiner, dann will sich unser Ich in der Welt auflösen. Also es will sich sozusagen mehr und mehr und mehr in der Welt auflösen und verdünnen, bis es gänzlich unsichtbar wird. Das bedeutet, das Blut soll nach außen in die Peripherie strömen. Der Mensch errötet. Und jetzt können wir die Krankengeschichten, die wir gerade gehört haben, einordnen. Da haben wir wieder das allgemeine Schema der Wesensglieder. Und da haben wir die junge Frau mit dem Wunsch, an der Uni zu bleiben, der sich verwandelt in eine Hirnhautentzündung. Und wir haben den Mann, der bei der Knieoperation seines Bruders dabei ist und so sehr mitfühlt, dass er selber Kniebeschwerden bekommt, während der Bruder dann schon geheilt ist. Schließlich haben wir noch die dritte Krankengeschichte. Die hat mit den Wesensgliedern eigentlich gar nichts zu tun, denn da handelt es sich um einen Umweltfaktor. Steiner zählt das Hühnerauge zu den Umweltfaktoren, das schließlich zu den Kniebeschwerden führt. Und jetzt müssen wir uns angucken, was eigentlich wie genau wirkt. Also, da sehe ich etwas und das ist nun mein Ich und das produziert daraufhin abstrakte Verstandesbegriffe. Und was tut die Seele? Die tut nichts.
Und der Lebensleib findet deswegen, weil die Seele nichts tut, keine, Steiner nennt das Produktivkraft. Die Folge, der physische Leib wird eher geschwächt. Jetzt haben wir also das Produzieren der abstrakten Verstandsbegriffe und müssen uns eines klar machen. Das, genau dieser Vorgang, das ist ja das Ideal der Wissenschaft. Ich nehme etwas mit den Sinnen wahr oder halt mit Instrumenten und ich durchdringe das, was ich wahrnehme, mit dem Verstand. Ich bilde eine Hypothese, ich mache ein Experiment, aber ich tue nichts Inneres dazu. Das ist ja genau der Anspruch der Wissenschaft, das Objektivsein, das nichts Inneres dazu tun, fantasieren. Und ich bin eben kein Mystiker, das ist das Gegenteil von einem Wissenschaftler. Und jetzt gibt es in unserer modernen Zeit noch eine luziferische Verirrung der Wissenschaft. Dann mache ich nämlich kein Experiment mehr, sondern ich mache ein Computermodell. Ich kenne einen Klimawissenschaftler, der hat in dem Bereich promoviert und der hat an Supercomputern dann solche Computermodelle durchgerechnet und hat das allen Ernstes Experiment genannt. Dabei hat er nur in seinem eigenen luziferischen Reich gelebt, dem Reich der Computermodelle und seiner Gedanken. Eine Überprüfung an der Natur hat nicht stattgefunden. Und wenn, dann nur so, dass man ein neues Computermodell gemacht hat. Und das hat jetzt, diese Vorgehensweise, die hat jetzt Folgen für den Menschen. Das führt nämlich, so sagt Steiner, zu Verödung, zu Leerheit. Und er sagt, das führt dazu, dass ich Unglaube habe an alles, was über die Materie hinausgeht. Und die Folge ist krassester leiblicher Egoismus. Was meint er damit? Der eigene Leib wird immer wichtiger und das spirituelle Wohl der Welt wird immer unwichtiger. Jetzt haben wir also wieder diesen Faktor, dass ich etwas wahrnehme und was eigentlich passieren sollte ist, ich nehme etwas wahr und dann sollte ich im Inneren das spirituelle Gegenstück zur äußeren Wahrnehmung bilden. Was passiert dann? Dann schafft die Seele daraus lebendige Bilder. Und diese lebendigen Bilder, die wirken auf den Lebensleib, der findet Produktivkraft und der physische Leib wird gestärkt. So sollte es eigentlich sein. In einer gesundenden Wahrnehmung. Und wenn ich jetzt lerne, dann kann ich ja lernen über die Evolution. Es gab einfachste Lebewesen, die immer komplizierter wurden, bis herauf zum Menschen. Was passiert da? Das Ich, das sieht nicht, sonst lernt direkt, das Ich nimmt abstrakte Verstandesbegriffe auf, also direkt von außen. Die Seele tut nichts, der Lebensleib findet keine Produktivkraft und der physische Leib wird eher geschwächt. Jetzt ist es ja so, dass die modernen Pädagogen erkannt haben, Kinder brauchen Bilder. Und deswegen haben sie diesen Satz, es gab einfachste Lebewesen, die immer komplizierter wurden, bis herauf zu Menschen, in Bilder verwandelt. Das findet man dann, der lange Weg zu dir, das geht von Oma-Papa-Bakterie über Oma-Schwammkopf, über mehrere Zwischenstufen, alles Omas zu Oma-Echse, weitere Omas zu Oma-Spitzmaus, schließlich zu Oma-Sapiens, und dann zu dir, kleines Primarschulkind. Führt das zu tiefer Ehrfurcht vor der Evolution? Und nur am Rande sei es bemerkt, die Opas sind überhaupt verschwunden im ganzen Prozedere. Und dem stellt Steiner gegenüber, was denn an den Gralsschulen seit dem 14. Jahrhundert dargestellt wurde. Da hat man den eigentlich Mysterienschülern ja gesagt, was die Pflanze vom Sonnenstrahle in Keuschheit küssen lässt, damit herausgeboren werden kann die neue Pflanze, das richtet sich umgekehrt beim Menschen in Scham dem Mittelpunkt der Erde zu. Und das Tier steht in der Mitte zwischen beiden. Da können wir nun schematische Bilder zu zeigen. Hier haben wir den Blütenkelch der Pflanze. Und hier haben wir
den Herkules. Und da haben wir die Sexualorgane der Frau. Man muss nur anschauen, wie in der Pflanze das tatsächlich umgekehrt dargestellt wird und sozusagen auch noch verwechselt. Die Pollen befruchten ja und die Narbe nimmt die Pollen auf. Und das Tier steht in der Mitte zwischen beiden. Wenn man das jetzt anguckt, dann sagt Steiner, naja, man darf natürlich nicht sagen, wenn ich die Pflanze mit dem Menschen vergleiche, der Blütenkelch entspricht dem Kopf und die Wurzeln, die entsprechen den Füßen, sondern es ist umgekehrt. Die Wurzeln der Pflanze, die entsprechen dem Nervengeflecht beim Menschen, dem Kopf, und die Blüte, die entspricht dem unteren Teil, dem Verdauungssystem und dem Bewegungsgliedmaßensystem des Menschen. Der mittlere Teil sind die Blätter. Wenn wir jetzt diese Pflanze angucken, dann hat man den Mysterienschülern eine weitere Imagination gezeigt, empfohlen. Man hat nämlich gesagt, der Mensch hat die keusche Pflanzennatur durchzogen mit seinem Begierdenleib. Darum ist er höher gestiegen, nämlich vom dumpfen Pflanzenbewusstsein, wie er es heute noch im Schlaf hat, zum hohen Ich-Bewusstsein. Das wurde natürlich erkauft durch seine Begierdennatur. Durch die Begierdennatur ist er natürlich tiefer gestiegen als die keusche Pflanze. Und jetzt, also in der Zukunft, muss er seine Begierdennatur wieder umwandeln. Und in Zukunft wird er ein begierdefreies Fortpflanzungsorgan haben. So wie der Kelch der Pflanze auch begierdefrei ist. Und das hat dann zur Imagination des Heiligen Gral geführt, den ich hier, wie aufbewahrt in einer Kirche in Valencia, nochmal zeige. Und Steiner hat diesen Gedanken in seiner Rosenkreuz-Meditation aufgenommen. Wer sich dafür interessiert, ich habe ein Video gemacht über die Rosenkreuz-Meditation, Link unter dem Video. Jetzt haben wir also den Mysterienschüler, der diese Imagination innerlich erlebt. Und da sagt Steiner, das gibt Nahrung für die Urteilskraft. Denn Bilder bewirken Gefühle. Und wahre Weltenbilder geben Gesundheit. Die Folge, innere Stürme, also Gefühlsstürme, werden zur Harmonie. Der Mensch wächst zusammen mit allem, was ihm entgegentritt. Und das innere Selbst wird zum Geistuniversum erweitert. Das haben wir in ganz anderem Zusammenhang dann wieder in diesem Ich bin du, Tatvam Asi. Jetzt lernt das Ich also, und im Lernen schafft es das spirituelle Gegenstück zur äußeren Wahrnehmung. Die Seele schafft daraus lebendige Bilder. Der Lebensleib findet Produktivkraft und der physische Leib wird gestärkt. In diesem Vorgang, wenn so gelernt wird, im äußersten Extrem gezeigt in dieser Imagination in der Mysterienschule. Und jetzt können wir diesen Buchtitel richtig rücken. Es muss heißen, Bilder sind die Sprache der Seele, die dann auf den Körper wirkt. Nun kann ich falsche Bilder haben und ich kann wahre Bilder haben, richtige Bilder. Und die haben natürlich unterschiedliche Konsequenzen. Die wahren Bilder, die führen zu Gesundheit. Und die falschen Bilder, die führen zu Seelenstörungen und die wiederum führen zu Leibesstörungen. Und da gibt Steiner selber ein Beispiel. Man hat damals schon Experimente gemacht, um die Kraft der Einbildung, die Vorstellungskraft und deren Auswirkungen auf den Körper zu testen. Und so hat man Leute an Elektroden angeschlossen und hat ihnen, das ist heute erwiesen, wenn das Männer in weißen Kitteln tun, die auch noch einen Professorentitel tragen, dann hat das eine unglaubliche suggestive Macht. Hat diesen Probanden erzählt, ja, wir stellen jetzt den Strom ein, sagen Sie uns, was Sie jetzt spüren. Nun, die Probanden haben berichtet, es kribbelt im ganzen Körper. Was sie nicht wussten ist, es war gar kein Strom eingeschaltet worden. Dieses Kribbeln ist rein durch die Macht der Einbildungskraft entstanden. Aus neuerer Zeit ist ein Fall bekannt,
Da war ein Mann dabei, einen Kühllastwagen auszuladen und ist dabei versehentlich eingeschlossen worden. Dieser Mann war nun der Meinung, der Kühllastwagen würde noch gekühlt, was aber in Tat und Wahrheit gar nicht der Fall war. Am nächsten Morgen hat man den Lastwagen wieder geöffnet, den Mann gefunden und der war tot. Gestorben mit allen Anzeichen eines Erfrierungstodes in einem Lastwagen, der die größte Zeit auf Raumtemperatur mittlerweile gewesen war. Ein Freund von mir hat das in seinem Haus tatsächlich selber beobachtet. Der ist von den Nachbarn gerufen worden, ob er nicht helfen könnte. Bei ihnen wäre das so kalt. Und er sagt, er kam in eine Wohnung, die ganz offensichtlich überhitzt war. Die Heizkörper waren heiß, aber die Gäste saßen alle da und schlotterten und hatten dicke Mäntel an, weil nämlich das Thermometer minus, nicht minus, sondern irgendwie, keine Ahnung was, 8 Grad anzeigte. Das Thermometer war kaputt und alle schlotterten kollektiv. Schließlich hat man ein, ich weiß gar nicht, ob man das grausam sagen soll, ein Experiment gemacht. Solche Experimente sind heute alle verboten. Und zwar in der Todeszelle in den Vereinigten Staaten. Da hat man einem Todeszellenkandidaten gesagt, ja, es gäbe die Möglichkeit, er müsste nicht auf den elektrischen Stuhl, man könnte ihn mit einer Giftspritze töten. Man hat ihm also eine Spritze gesetzt und ich glaube, eine Stunde später ist er mit allen Symptomen der Vergiftung gestorben. Die Wahrheit war, diese Spritze enthielt nichts anderes als Kochsalzlösung. Wir können nun die drei Beispiele mit dieser schematischen Darstellung verstehen. Also wenn ich das Bild habe innerlich, Strom durchfließt mich, dann kribbelt es tatsächlich im Körper. Wenn ich dieses innere Bild habe, die Überzeugung, es ist eiskalt um mich herum, dann erfriere ich buchstäblich tatsächlich. Und wenn ich dieses innere Bild, die innere Überzeugung habe, ich wurde vergiftet, dann sterbe ich an Vergiftungssymptomen und mit Vergiftungssymptomen. Das ist heute als Placebo-Effekt weit herum bekannt. Und jetzt, sagt Steiner, kennt man ja diesen Satz, die Krankheit ist nur Einbildung. Und er sagt, ja, das könnt ihr wörtlich nehmen. Aus diese Einbildung durch dieses Seelenbild, das die Seele geschaffen hat in sich, daraus entsteht dann die tatsächliche Krankheit. Nun gibt es Bilder, die gesund machen. Zum Beispiel schaut der alte Grieche im Theater eine Tragödie. Und da sagt Steiner, und mit ihm haben das Aristoteles und Plato und viele andere gesagt, durch den Anblick des Leidens und dessen Überwindung wird er gesund. Und das Kind lauscht einem blutrünstigen Märchen. Also nein, das darfst du doch nicht tun, das arme Kind, das ist gefährlich. Das ist, sagt Steiner, eben nicht so. Das Kind hat in sich zum Beispiel Rachegefühle. Und nun sieht es diese Rache im äußeren Märchenbild. Und das hilft ihm, die Rachegefühle im eigenen Inneren zu überwinden. Da könnte man der Sache nachgehen und die verschiedenen großen Märchen daraufhin untersuchen, was das für Gefühle sind, die dadurch überwunden werden durch diese sogenannten blutrünstigen Märchen. Und jetzt bringt Steiner noch einen anderen Fall, sagt er, da stößt sich jemand das Knie an der Tischkante und es schmerzt. Der Schmerz wird immer stärker, schließlich ruft er einen Arzt, der Arzt verschreibt Mittel und nun taucht der Schmerz im anderen Knie auf. Dann im Ellenbogen, dann in Beinen und Händen, die er bald nicht mehr rühren kann. Eine wahre Katastrophe. Und dann sagt er, aber ich lese doch täglich Rudolf Steiner, wie kann das sein? Wieso hilft das nicht? Und da weist Steiner auf etwas hin. Was ist denn im Leben? Da kommt eine Kraft von außen, aus der Welt, auf mich zu. Und der muss ich nun eine innere Kraft entgegensetzen. Der muss sich eine innere Tätigkeit entgegensetzen. Meditativ versinken in Steiners Worten hilft nicht. Steiners Worte auswendig lernen hilft nicht. Das ist keine
innere Tätigkeit, keine innere Produktion, die hier gemeint ist. Was gemeint ist, man muss im Lesen, sagt Steiner, innerlich mitproduzieren. Da bringt ein drastisches Beispiel, auf was es ankommt. Da sagt er nämlich, der Mensch, der eine radikale materialistische Theorie ausarbeitet, der ist gesund. Er ist nämlich der Schöpfer der Theorie. Er produziert innerlich aktiv. Und die Anhänger seiner Theorie, aufgrund des Materialismus, die veröden natürlich, weil bei ihnen keine eigene produktive Kraft vorhanden ist. Auf was es ankommt, ist diese eigene produktive Kraft. Meine Arbeit ist sehr aufwendig. Eine Minute Video bedeutet ca. 2 Stunden Vorbereitung. Von YouTube bekomme ich ca. 300 US-Dollar pro Monat. Und darum bin ich meinen Unterstützern sehr dankbar. Sie unterstützen mich durch ihre Mitgliedschaft bei Rudolf Steiner exklusiv erzählt. Dort unterstützen sie mich mit 4,90 Euro pro Monat und erhalten als Dank von mir 2 exklusive Videos nur für meine Mitglieder pro Monat. Link unter dem Video. Selbstverständlich kann man mich auch unterstützen, indem man mein Buch kauft, Mein Leben nach dem Tod, Bernhard von Clairvaux berichtet. Ich habe auch ein zweites Buch geschrieben, Pierre Trognon, Mächtig als Macht. Das ist ein Roman über Ahriman, über den Eintritt in die geistige Welt, über den Kampf gegen Ahriman, basierend auf Angaben Rudolf Steiners. Das ist natürlich Science Fiction, ist auf Amazon mit 4,3 von 5 Sternen bewertet, in Thriller über Religion. Das gibt es als Buch, als Hörbuch und als E-Book, Link unter dem Video.